Sami ist gerade dabei, unseren Trip zu planen. Einen Tag vorher, wir haben hier schon mal ein bisschen was gepackt. Hier sieht man nur unser Kamera-Equipment. Und ich gucke mal, was er denn hier so Schönes. So, das ist unser Plan. Also wir haben verschiedene Stationen, die wir abklappern werden. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Packen. Zaten bu eşyaları indirip bindirip yükleyip taşımakla geçti anasını satayım. Yine taşıyacağız, yapacak bir şey yok. Acıdı mı? Sinek ısırı. Sinek ısırı. Sinek ısırı. So, wir haben jetzt noch einen kleinen Abstecher ins Krankenhaus gemacht. Warum? Weil Sami einen dicken Hals hat und wir dachten, bevor wir jetzt, er war gestern schon hier, bevor wir jetzt uns auf den Weg machen, lieber nochmal eine Dosis Infusion. Ich war übrigens die letzten Tage auch einmal hier, mir ging das so schlecht. Also richtig, richtig schlecht. Schaut mal meinen Arm. Ich weiß nicht, was da war, aber ich hätte so ein Unwohlsein. Ja, Sami ist auch übrigens der Einzige aus unserer Familie, der kein Propolis trinkt. Gut, ich habe auch übrigens gerade ein Kompliment für meine Haare vom Doktor bekommen, dass das ja mir unglaublich gut stehen würde. Also der Tag ist gerettet. Jetzt kurzer Zwischenstopp. Wir haben es jetzt Mittag in Bolo. Mein Mann hat ein bisschen Hunger und wollte was essen. Halbes Kilo Entrecote. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich hatte das ja mal gesagt. Also, ich mag kein Fleisch. Damit will ich einfach sagen, dass es nicht meine erste Wahl ist, wenn es irgendwas zu essen gibt. Dann bevorzuge ich nicht gerade, okay, ich muss jetzt Fleisch essen. Natürlich esse ich das, aber auch nicht. Aber auch nur, wenn es gut ist, sagen wir mal so. Ich bevorzuge eher so Gemüsesachen und so. Auch wenn man es nämlich mir nicht ansieht, dass ich überwiegend Gemüse und so esse, ist es doch in der Tat so, dass ich wenig Fleischsachen konsumiere. Bitte. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder, dass ich Vegetarier bin. Bitte nicht verwechseln. So, einige Sachen sind jetzt hier schon angekommen. Die zeige ich euch jetzt ganz kurz. Uçak sağ elimde. Bırak. Sağ elimde. Yiyorum, yemiyorum. Çünkü bu Ebru'nun, ben eti el ile yerim. Thank you.
Also wir machen gerade ein Check-in. Und hier haben wir magnetischen Sand. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Bu ne olunca harekete geçiyor? Bunun içinde şu an mıknatısı. Nasıl amacı da hani şu beyaz kumdan onu ayırt etmek için. So, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, eingecheckt, spontan kurz geguckt. Hier ist sogar ein Weihnachtsbaum. So, wir gehen jetzt mal was essen. Ich habe mega Hunger, Leute. Ich habe heute fast gar nichts gegessen. Und wir haben es jetzt schon kurz vor 7. Und ich habe Hunger. So, das ist jetzt das Menü. Uns wurden die Pides empfohlen. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf und deswegen esse ich Chicken McKebab. Oh, das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich werde dann einfach von Sami ein Stückchen probieren. Das ist ein bisschen dunkel, ne? Das ist jetzt Samis Pide. Du technische. Pide ne bakalım? Das ist Chicken. Und das ist mein Chicken McKebab. Hier sind so Kartoffelstreifen drunter und dann ein bisschen. Ja. Ich würde sagen, lassen wir uns das schmecken, ne? Günaydın. So, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Das ist jetzt hier mein Kulturbeutel, den ich mit habe. Ich finde es immer interessant, was denn so andere immer so mitnehmen. Ja, also hier sieht man Gesichtspflege, Parfum, Deodorant, Kojak-Schwamm, Abschminke. Genau. Dann ist es ein bisschen dunkel hier. Dann habe ich hier so ein bisschen meine Schminke. Und ich mache mich jetzt nämlich fertig und hier habe ich übrigens meine Reiseapotheke. Dazu gibt es jetzt auch ein Video. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen das Propolis Halsspray. Man weiß ja nie. Und die Propolis 20% Tropfen. Und ganz neu bei uns, gibt es aber allerdings noch nicht in Deutschland, ist das Bio on the go. Und zwar ist hier Propolis, Ingwer, Kurkuma, Zimt und Honig drin. Und das ist ein on the go Produkt. Ich finde es richtig cool, weil sie jetzt. Das heißt, bevor ich jetzt überhaupt in den Tag starte, gibt es einmal so eins. Das kann man nämlich hier einmal knicken. Ah, ja. Und dann hat man alles. Propolis. Guck mal. Fertig. So, ich mache mich jetzt fertig. Abgeschminkt bin ich ja, Creme habe ich auch schon drauf und dann würde ich sagen, jetzt geht's mit einem Pulver. Also das Licht ist hier so schlecht, ich sehe mich irgendwie gar nicht gerade. Ich bin soweit fertig, glaube ich, sehe wieder einigermaßen ansehnlich aus und ich habe Kohldampf, Leute, ich habe Kohldampf. Ihr fragt euch wahrscheinlich, hey, warum seid ihr denn jetzt überhaupt hierher gekommen? Im Grunde genommen, Flitterwochen nachholen. Ein bisschen Zeit für uns haben. Also die Kinder sind jetzt bei meinen Schwiegereltern, beziehungsweise meine Schwiegereltern sind bei uns, damit die Kinder in der gewohnten Umgebung sind. Haben das sowieso tagsüber den ganzen Tag im Kindergarten und das heißt, eigentlich müssen die nur babysitten für Sade. Sade ist jetzt fast mittlerweile ein Jahr alt. Ich habe sie abgestellt, so dass ich sie jetzt auch mal abgeben kann. Und ich glaube, das tut uns so als Eltern auch mal ganz gut, so ein bisschen abzuschalten. Und wir dachten, wir nehmen euch einfach mit. Und das war's.
so komisch, Leute. Es ist so komisch, einzuschlafen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wer wacht gleich als nächstes auf. Allein schon das Kofferpacken nur für mich, das war ja schon, ihr wisst, wenn man als Mutter unterwegs ist, dann ist es nicht nur ein Koffer, sondern 10 Koffer. Und die meisten sind dann Kindersachen. Gott, ist das schön draußen. Was für einen Sinn dieses Haus hier hat. Ich würde sagen, wir gehen jetzt die Seilbahn und dann los. Ich bin almadım mı? Gülme gıcık gıcık be. Guck mal. Oh. Vallahi bravo. Sıktın beni.